Moin, moin, sage ich jetzt mal, hier aus dem Watt, aus dem Ostfriesisch. Denn wir sind mittlerweile in Ostfriesland angekommen, bei ein paar weitläufigen Verwandten von mir. Da haben wir uns für ein paar Tage mal einquartiert, beziehungsweise wir stehen eigentlich draußen auf der Straße mit dem Manni. Ne? Und ja, verbringen jetzt ein paar Tage hier oben. Und das Erste, was wir heute machen, ist eine kleine Wattwanderung. So, rein privat. Haben wir uns überlegt, machen wir. Und ich muss sagen, das ist richtig cool. Es ist jetzt kurz nach 9. Das Wasser ist wirklich weg. Also man guckt hier hinten, da ist nicht mehr viel los. Wasser ist weg. Und da hinten, da ist eine kleine Insel. Und auf die wollen wir jetzt hin. Ja, Frau Anja ist ja auch irgendwo. Die ist noch da hinten. Im tiefen Schlamm praktisch. Da hinten irgendwo ist Frau Anja. Ja, hier vorne ist der Dietmar. Und die Mädels sind auch noch irgendwo. Und ja, wir slaschen einfach mal durchs Watt. Was gibt's noch? Letzte Woche bin ich gar nicht dazu gekommen, ein Video zu machen. Da ist einfach nichts geworden, weil... Ja, was soll ich sagen? Es gab einfach nichts. Es war absolut nichts Spektakuläres, was man irgendwie hätte können aufnehmen. Ich habe ein paar Videoschnipsel gemacht, die blende ich euch dann mal noch ein, weil wir waren ja nach Wismar dann hoch nach Kiel gefahren. Haben da Meer, wenn man so möchte, Kieler Bucht gestanden für einen Tag am Strand. War auch ganz cool. Dann sind wir weitergefahren nach Rendsburg. Ich sag ein. Nach Rendsburg. Da haben wir unter der Brücke gestanden, unter der Hochbrücke am Kanal, Nord-Ostsee-Kanal. Auch richtig schön, war auch ein schöner Stellplatz gewesen. War auch billig, muss ich sagen. Und von da aus sind wir weiter nach, wo sind wir da hingefahren? Nach Glückstadt. Genau. Dann waren wir an Glückstadt gewesen am Freitag, am Samstag. Jetzt muss ich überlegen, wartet mal. Am Freitag waren wir in Glückstadt, genau. Da war allerdings nicht so besonders, wobei Glückstadt ein hübsches Dörfchen ist. Und dann sind wir weitergefahren hier hoch. Zwischendurch waren wir noch auf einem Landvergnügenplatz oberhalb von Bremerhaven. Der war richtig schön, da kam abends die Dorfjugend da vorbei. Ja, ich darf gar nicht so laut sagen. Echt, abends. Wir waren gerade fertig mit Grillen, Kran, die Dorfjugend. Ja, und von da, es ging bis früh Viertel eins. Sonntag früh Viertel eins, ich hatte einen schweren Kopf. Weil es gab nämlich zu trinken Fanta mit Korn, Cola mit Korn, Sprite mit Korn und dann hatten sie noch Korn. Ne? Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Ja, und gestern Abend sind wir dann hier angekommen in Ostfriesland in der Nähe von Schortens und da stehen wir jetzt und ja, bleiben die nächsten Tage hier. Da gibt es auf jeden Fall wieder Videos und so weiter und so fort und was wir jetzt hier im Watt erleben und alles, das seht ihr jetzt hier auch im Video. Also geht los, ne? Einfach mal gucken. Bleibt dran. Und ich hoffe mal, dass ich hier nicht irgendwo untergehe und dass ich hier lebend wieder rauskomme. Das Wasser ist übrigens richtig, richtig schön warm. Also ich laufe hier in so einem... Richtig schön, ja, wir laufen hier in so einem kleinen Brief. Schau mal hier. Muss man natürlich auch aufpassen. Hier gibt es einige Stellen, die dann doch etwas tief abfallen im Schlamm. Ne? Beziehungsweise ausgespült sind. Aber es ist wirklich richtig, richtig schön. Muss ich sagen. Muss man mal erlebt haben. Ja, und da sieht man, da sammelt sich eine Muschel nach der anderen. Der geht richtig auf, wie ein kleines Kind. Sieht man den gar nicht an. Was hast du denn hier schon wieder gefunden? Zeig mal. Er ist nichts Besonderes. Ja, ist nichts Besonderes, aber immerhin, wir haben was gefunden. Ja. Ein paar Wattwürmer haben wir auch schon gesehen. Also gibt es ja hier massenhaft 1000 Millionen. Ja, Quallen und sowas leider nicht. Die haben sich alle versteckt. Aber gut, man braucht die schon. Und wie gesagt, jetzt gehen wir wieder zurück. Brauchen wir bestimmt so eine Stunde, anderthalb Stunden vielleicht, keine Ahnung. Eine Stunde, denke ich mal. Das dürfte man schaffen, bevor das Wasser wieder kommt, weil noch läuft es ja ab. Und irgendwo so Richtung 13, 30, 14 Uhr steigt es dann wieder. Also da haben wir noch richtig gut Zeit, da kann nichts Schlimmböses passieren. Hofft man, wenn wir jetzt hier nicht stecken bleiben und ja. Aber jetzt kommen wir ja gleich wieder auf den Sand. Und da läuft man ja richtig schön oben auf. Wo sind wir denn vor uns lang gelaufen? Da drüben.
sackt kaum noch ein und da kommt man richtig schön zügig voran. Hier wird es aber tief, du. Aua, also manchmal, da hat man echt Stellen, da läufst du oben, dann machst du einen Schritt zur Seite, bist weg bis zum Knie. So wie hier jetzt. Also Gummistiefel mitbringen macht auch keinen Sinn, die bleiben stecken, die könnt ihr vergessen. Beziehungsweise füllen die sich mit Wasser und Schlamm, ist alles sinnlos. Aber es macht Spaß, es macht wirklich richtig Spaß. Das machen die bei den Herbstwanderungen mit Gummistiefeln, aber auch nur mit Ausnahmen. Und dann kriegst du Verhaltensweisen auch extra dafür, wenn du nämlich dann einsacken solltest, mal, dass du auch wieder rauskommst. Ja, am besten sind natürlich Gummistiefel, die unten offen sind, da kann der Schlamm durchlaufen und man kommt besser raus. Hey, Quatsch, das will ich wieder Scheiße, die ich hier erzähle. So, weiter geht's. Wir latschen noch ein bisschen. Wir müssen in diese Richtung, ja. Immer geradeaus. Genau das. Da vorne ist das Land, der Strand. Ja. Da müssen wir hin. Anja ist übrigens auch schon da vorne, die war dann auf der Hälfte wieder umgekehrt. Weil es war einfach ein bisschen zu anstrengend. Macht ja nichts, ist ja in Ordnung. Und ja, so habe ich hier mit dem Dittmar so ein bisschen das Watt unsicher gemacht. Habe ich. Aber weit und breit die Einzigen hier. Ja, wir sind die Einzigen. Sind auch woanders schon. Na, da drüben hast du noch die Gruppe. Jetzt siehst du. Ja. Jetzt eindeutig zu sehen. Die waren sehr weit draußen. Die waren also Richtung Fahrwasser. Und jetzt, ich denke, die müssen auch näher kommen, damit die jetzt auch auf die Insel kommen. Die macht bei der Insel kurz ein kleines Palaver noch vom Wattführer und dann geht es langsam wieder zurück. Ja. Da gibt es also auch kein Kiosk oder irgendwas. Da gibt's nicht. Für Notfall sind die Vogelwarte da. Ja, wenn das sein sollte. Erste Hilfe und so. Deshalb immer einen Rucksack mit haben. Ja, ja. Was zu trinken. Mütze sowieso. Ne? Das gibt es hier einen Sonnenstich. Bisschen Sonnencreme. Gut, ich habe darauf verzichtet, weil ich habe mich eh schon total verbrannt und bin so braun. Es hat keinen Sinn mehr. Ja. Vielleicht noch einen Apfel mitnehmen, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Ja. Sollte man vorbereitet sein. Gut, wir laufen jetzt noch ein Stück. Bis später. Vom Watt aufs Rad. Ja, so genau kann man diesen doch harten Schnitt jetzt mal bezeichnen. Denn wir sind gar nicht mal mehr an der Küste oben in Ostfriesland. Nein, wir sind mittlerweile schon in Bremen. Ja. Wir waren ja die letzten Tage bei Bekannten gewesen, haben da oben ein paar Tage verbracht. Da war aber nichts mit Video machen. Weil muss auch nicht sein, wir haben, ja, familiär geht niemandem was an. Jo, den waren wir noch ein bisschen nach. Ja, wir haben uns die Küste angeguckt, dann sind wir noch nach Emden gefahren, da waren wir noch einen Tag. Und von Emden ging es dann gestern hier runter nach Bremen. Jo, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass wir halt in Bremen jetzt sind. Besser gesagt bei Bremen, denn ich und Anja haben uns gesagt, wir machen heute mal eine kleine Radtour. Das haben wir den ganzen Urlaub sowieso noch nicht gemacht. Und da fahren wir heute mal so knapp 50 Kilometer um Bremen rum. Durch die Pampa. Jo. So ist es. Gestern haben wir uns Bremen angeschaut, Innenstadt. Es war ja wieder so extrem heiß. Hier waren ja Temperaturen von bis zu 36 Grad, also richtig, richtig ekelhaft. Da wird nicht viel. Haben halt noch Eis gegessen und sowas und ein paar Fotos gemacht, ein bisschen geguckt und dann war es das eigentlich auch schon. Also momentan muss ich sagen, aufgrund des Wetters, ja, da kommt man eigentlich praktisch auch nicht wirklich viel raus. Oder da hat man keine Lust zu. Außer heute soll es ja ein bisschen regnen, haben sie gesagt, und sogar ein Gewitter kommen. Der Wetterbericht ändert sich allerdings auch halbstündlich und es scheint so, dass nichts kommt, aber es geht etwas Wind und wir haben jetzt nicht so eine pralle Sonne, von daher denke ich mal, ist die Geschichte mit der Radtour gar keine blöde. Wir haben 28 Kilometer hinter uns. Wir sind gerade mit der Fähre Lebenberg rüber gefahren auf die andere Seite der Weser. Und was erblicke ich? Also wir haben fast vorbeigefahren hier, weil die Route, die ich mir rausgesucht hatte, die war ein bisschen anders als die Ausschilderung. Und ja, dann haben wir kurz geguckt, haben uns entschlossen, dem Schild nachzufahren Richtung Bremen. Und was habe ich entdeckt? Einen Turm. Ja, den besteige ich gerade. Anja macht aber ein bisschen Päuschen, kann sie machen, soll sie tun. Denn, ja,
Irgendwie das Wetter, das ist halt doch sehr drückend, schwül, das ist ein bisschen blöd. Aber es geht immer noch irgendwie. So. Wie gesagt, da stand jetzt ein Turm mitten hier aus Eisenstahl zusammengeschraubt und den gehe ich jetzt mal hoch und werde mal die Aussicht genießen. Das heißt, ich bin eigentlich schon oben. Guck mal gleich mal, was es hier gibt. Industriegebiet. Guck mal rum. Da ist Wasser. Und Frau Anja, da unten. Hui, aber hoch ist das trotzdem. Da. Da ist sie, die Hute. Da. Genau. Und da drüben, da sind wir lang gefahren mit dem Fahrrad vor uns. Und da vorne, da ist die Dings. Die Fähre Lehmwerder über die Weser war auch günstig. Kostet mit Fahrrad pro Person 1,80. 1,60 bloß. Ja, das kann man machen. Das ist gut. Das ist günstig. Und macht sogar ein bisschen Spaß. Einzige, was mir ja auf den Sack geht, ist dieses permanente Maske auf und ab. Also du bist als Fahrradfahrer unterwegs. Da ist mal Luft zu holen, kommt schon wieder einer angeschrien. Ganz wichtig, Maske, sonst müssen wir alle sterben. Ah, ja, die Niedersachsen. Hier oben nehmen sie es eh ganz, ganz bisschen übertrieben genau, muss ich feststellen. Also hier musst du sogar auf Toilette eine Maske tragen. Selbst in der außerhalb Gebäude etc. Egal, anderes Thema. Ich will mich nie aufregen. Jedenfalls Aussicht. Da haben wir auch noch ein Dorf. Ich weiß gar nicht, was das ist. Steht eine Kirche. Ja. Und hier drüben haben wir Industriegebiet. Ich glaube, das ist eine Werft. Das da. Also irgendwas mit Werftstand dran. Was genau das jetzt ist, aber ist. Ich werde es nicht wissen. Ist mir ehrlich gesagt auch völlig egal, weil im Urlaub schaue ich mir kein Industriegebiet an. Ja. Aber so hier oben, ist es schick. Da ist das große Wasser. Da sind wir vor uns übrigens ein Stück weiter unten, also flussabwärts. Nee, warte mal. Hier schaukelt's. So. Jetzt muss ich kurz gucken. Da ist der Fluss. Wir sind aber von da gekommen. Jedenfalls, ich war da nochmal ein Sperrwerk gewesen, sowas, eine Staustufe. Da ging es drüber und dann hierher. Stimmt, das war nicht da, das war da drüben. Da sind noch lauter so kleine Yachthäfelchen und sowas. Aber es ist wirklich hübsch. Also man fährt die ganze Zeit immer gefahren auf der Leichtkrone oben lang. Das ist cool. Das ist schön entspannt. Schöne Landschaft, wie gesagt. Und es fährt sich auch wunderbar. Macht Lust auf mehr irgendwie. So, ich werde jetzt nochmal ein bisschen rumgucken. Dann werde ich wieder runtergehen und dann radeln wir gemütlich weiter. So, Freunde, morgen. Es ist schon wieder geschehen. Wir kamen gestern vom Fahrradfahren zurück und was ist passiert? Unser Reifen hinten links, der ist glatt. Jetzt haben wir großes Glück. Da, der da. Da. Ja, den mache ich jetzt hier mitten in der Frühstückszeit auf dem Campingplatz. Also klar, wir haben das erstmal voll. Die Nachbarn ziehen schon alle Fresse. Mir aber egal, weil mit Glattfuß fahren geht ja nicht. Und ja, dann fahren wir mal zum Reifenservice jetzt gleich und dann hoffen wir mal, dass die einen Schlauch da haben, dass ich nicht schon wieder hier Rädel hin und her stopfen muss, damit wir weiterkommen. Ja, so ist es. Irgendwie haben wir dieses Jahr mit Reifen ein bisschen Pech. Naja, wir werden sehen, was der Reifendienst sagt und dann geht's weiter. So, Freunde, wir sind wieder flott, beziehungsweise ist ja schon abends. Wir waren ja in Bremen bei Euromaster. Muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das war auch ohne Werbung, ohne nichts, macht das einfach. Und die haben uns ganz ohne Probleme das Rädchen wieder schick gemacht. Das heißt, die haben uns einen anderen Schlauch eingebaut. Einen 13,5er, weil 14er hatten sie die da, aber das ist nicht schlimm. Ja, und ja, da sind wir wieder fort. Also das heißt, es ging nicht ganz so schnell, wie ich gerade gesagt habe, weil wir waren heute Morgen da angekommen und ja, da war keiner da. Aber eine Telefonnummer an der Tür und die haben wir angerufen und dann kam wirklich ganz schnell am Monteur. Da war wirklich innerhalb einer halben Stunde da gewesen. Und hat uns wirklich bestens bedient und geholfen und das da zusammengeschustert und sich gefreut und alles. Und wie gesagt, jetzt sind wir wieder flott. Also da muss ich aber sagen, super Service, alles klasse. Euromaster in Bremen für LKWs kann ich nur empfehlen. Die Leute sind da freundlich und nett und die machen wirklich ihren Job so, wie sie es gehört. So,
das war das. Wir sind mittlerweile jetzt auch nicht mehr in Bremen, sondern wir sind jetzt in Munster. Wir waren nämlich von Bremen direkt durchgestartet und sind nach Munster gefahren und haben uns dann auch das Dings, das Panzermuseum angeschaut. Ja, wir waren um, wann waren wir hier, 15 Uhr oder sowas. Oder kurz vor 15 Uhr und haben mal gesagt, schauen wir uns das Panzermuseum noch an. Das passt ganz gut, deshalb sind wir eigentlich hierher gefahren und ja, da gab es coole Sachen zu sehen. Die Fotos, die baue ich euch mal jetzt ein, da könnt ihr mal kurz gucken. Ja, und nachdem wir uns das alles angeschaut haben und ich sagen muss, das ist richtig cool da und das macht Spaß und wenn man da alleine ist, kann man da wirklich 2, 3, 4 Stunden drin verbringen, bis man sich durchgelesen hat. Da sind wir an einem See gefahren. Hier in Munster gibt es nämlich einen kleinen Badesee. An dem stehen wir hier, auf dieser schönen Schotterfläche am Rand. Hier ist es auch recht ruhig, wobei in der letzten halben Stunde sind hier nochmal ein paar Pickups einkommen. Aber ich denke, das sind nur die Rentner, die nochmal abends eine Runde baden gehen. Und ansonsten, wie gesagt, das ist ja echt ruhig, hier werden wir übernachten. Und morgen fahren wir dann nach dem Frühstück ganz gemütlich in Harz.